schönen guten Tag zum heutigen Live-Trading mit Wim Lievens von WH Safe Invest. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Marcel Ruth, Leiter des Vertriebs hier im Hause bei WH Safe Invest und auch Leiter des Frankfurter Büros, also der deutschen Niederlassung. Sind auch herzlich gerne mal vor Ort eingeladen, dazu einfach anschreiben. Der Einwahllink ging über meine persönliche E-Mail-Adresse raus. Und ich werde auch gleich noch mal was zu einem Link sagen, den ich im Chat poste. Was Sie jetzt sehen sollten, sofort einfach mal zum Check, ist die WH Safe Invest Webseite. Und gerade auch mal die Chat-Funktion bitte nutzen, um zu sagen, ob Ton und Bild alles funktioniert, weil sonst würde es an der Stelle keinen Sinn machen, fortzufahren. Sobald wir die ersten Rückmeldungen haben, geht dann auch gleich alles los. Super, und das ging ja recht fix. Also funktioniert alles, das ist doch schon mal super. Wie gesagt, mich habe ich ganz kurz vorgestellt. Ich werde jetzt gleich im Chat, den ich auch weiterhin betreuen werde, während des Webinars, also wenn Sie Fragen haben, das Ganze ein bisschen interaktiver gestalten, haben wir immer ganz gern, gerade der Wim, der mag das auch, von daher Fragen stellen, ich werde sie dann weiterleiten und dann bleiben auch keine offenen Ungereimtheiten hier heute beim Webinar übrig. Den Link, den ich jetzt teile, der ist dazu gedacht, ein persönliches Gespräch mit mir zu vereinbaren. Einfach ein Telefonat, das hat nichts mit dem Vorort zu tun. Das müssten wir per E-Mail abstimmen, aber ein Telefonat von einer halben Stunde können Sie über diesen Link immer gerne beantragen. Mit mir persönlich, wer Näheres über WH Safe Invest erfahren will und vielleicht, warum wir die richtige Wahl sind für einen Broker, wer noch nicht Kunde ist, der kann natürlich gerne diesen Link nutzen. Wir haben auch jetzt ab morgen ein Neukundenangebot, also wirklich nur für Neukunden. Da sage ich jetzt gar nicht zu viel dazu, sondern dann bitte den Termin mit mir buchen und dann können wir da auch ins Detail gehen. So, das soll es an der Stelle von mir gewesen sein. Lieber Wim, schön, dich wieder begrüßen zu dürfen und dann gebe ich das Wort an dich, genauso wie auch die Übertragung deines Bildschirms. Hallo Marcel, hallo alle, liebe Trader, herzlich willkommen. So, Bildschirm okay? Wir sehen alles, Bildschirm? Genau. Ja? Okay, dann kann es losgehen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Markteröffnung ist in, ich denke, so ungefähr, wie lange ist es noch? 11 Minuten. Und ja, mal in zwei Worte. Ich trete natürlich nach einem bestimmtes System. Und ihr seht es hier auf meinem Bildschirm. Ich mache ein bisschen größer. Könnt ihr das sehen? Es ist nicht nur eine Strategie oder eine Menge Strategien mit ein paar Tools. Es geht eigentlich erst um die Orientierung. Wo befindet der Markt sich jetzt? Könnte es hier eine Bewegung geben? Ist diese Bewegung wahrscheinlich? Gibt es da Potenzial? Und so ja, dann habe ich mein Regelwerk, um eine Analyse zu machen. Und dann einmal, dass es alles passt, dann kommen natürlich die Strategien oder die Tools auf den Tisch, wie die Vola Open Strategie oder das Superfight System oder das TIM System. Ja. Und dann natürlich kommt das Money Management System dazu. Das Einzige, das ich immer damit sagen möchte, ist, dass was ich hier tue oder was wir heute zusammentun, ist eigentlich nur die Anwendung von einem System, von einem Regelwerk. Ich sage mal, Wim kann es immer sehen und er hat mit seiner Jahreserfahrung, sieht er das alles? Das ist natürlich nicht so, ja, absolut nicht. Nein, ich setze nur ein System um, ja, nur ein System, mehr mache ich nicht. Und das will ich euch gerne mal zeigen. Ich habe eigentlich sehr einfach. Viele Leute fragen das immer, ja, Wim, wir haben deine Tools schon gesehen, Superfight oder das TIM-System, was müssen wir da nehmen? Sehr allgemein könnte man sagen, dass das Superfight-System eigentlich ein universelles System ist, wo man die fünf Hauptbewegungen
erkennen, leichter erkennen oder finden kann. Trendkorrekturen, Breakouts, Unterstützung, Widerstandstest, Impulsbewegung, Trendumkehr. Das sind die fünf, in das Tool stecken 9 Algorithmen. Ja. Steht alles auf YouTube. Wenn ihr da Fragen habt, kommt auf mich zu. Das ist Super 5, ist auch verbunden mit Kurs, der Daytrading-Kurs Nummer 3 auf meiner Website. Wenn es um Impulsbewegung geht, das sind, ich würde mal sagen, auch noch ein bisschen Trendkorrekturen, aber Impulsbewegungen, ja, dann sind wir eigentlich im Kurs Nummer 4 und dann sind wir im WLBAR-Trading-Strategien-Bereich, Trading von Volatilität, starke Bewegungen. Das sind auch, ich würde mal sagen, Tools, das Tool wird sehr oft benutzt bei Markteröffnung, wie jetzt, oder wenn Nachrichten rauskommen oder so. Ja? Im Allgemeinen, wenn Sie da überhaupt Fragen haben, kommen Sie nur auf mich zu via meiner Website mytradeclass.com. Ich schicke euch nach das Webinar, kommt immer noch eine Mail nachher mit ein paar Informationen. Können Sie echt unverbindlich Fragen stellen, kein Problem. Und jetzt, ja, Überblick. Wie lange haben wir noch? Ja, 9 Minuten. Links oben Öl, rechts oben Pfund, links unten Mini-Dow, rechts unten Nasdaq. Nur um mal nochmal zu zeigen, worauf schaue ich eigentlich. Und zum Beispiel heute Morgen gab es ein sehr schönes Beispiel im Pfund. So, macht ein bisschen schöner hier. Dann seht ihr, worauf achte ich? Was steht hier eigentlich? Das ist ein sehr einfacher 30-Minuten-Chart. Und man kann es auch 5 Minuten machen oder 60 Minuten. Ist total egal, weil das interessiert mich nicht. Zeitkerzen hier interessieren mich nicht. Was mich interessiert, sind die wichtigen Preisniveaus und sehr wichtig auch, wie viel Volumen würde an diesen Niveaus gehandelt. Und was ihr seht, hier diese schwarze Linien, ja, ich nehme auch später mal mein Zeichen zu, das sind Vortageshoch, Vortagestief, ist natürlich wichtig. Dann habt ihr hier auch die Pivot-Niveaus. Ich bevorzuge Pivot über Fibonacci. Fibonacci ist sehr oft orientiert nach einer bestimmten Zeitdimension. Pivot sind es nicht. Ein Trader auf 1 Minute, 5 Minuten, 60 Minuten hat genau die gleiche Pivot-Level. Darum, die sind, ich denke, aussagekräftiger. Ja? Und dann natürlich sieht man hier diese blaue Wolken, was das Volumenprofil ist und was eigentlich zeigt. Viele Trader schauen sich Volumen an vertikal. Würde ich nicht tun. Horizontal, denke ich, ist viel besser. Was ich damit sagen möchte, ist, desto mehr Volumen, das an einem bestimmten Preislevel gehandelt wird, desto wichtiger ist das Preisniveau. Das bedeutet, nicht alle Preise sind identisch. Wenn ein bestimmtes Preisniveau, wie zum Beispiel hier, gehen wir hier auf den Chart, ja. Also, ich zeige das mal, das könnt ihr sehen, ja, schwarz, seht ihr zum Beispiel, hier waren wir heute Morgen da, diese Stelle, ach, ich nehme mal eine andere Farbe, ist vielleicht besser für euch, so, hier waren wir heute Morgen da, dann, so, da waren wir heute Morgen, ja. Schaue ich natürlich nach links, da sage ich, okay, ist das ein stabiles Niveau? Und dann muss ich sagen, ja, weil vor 2 Tagen, aber nicht vor 2 Tagen, aber letzte Woche, war hier sehr viel Volumen da. Das bedeutet, wenn dieses Niveau hält, dann ist eine Bewegung in die andere Richtung nicht sicher, aber wahrscheinlich. Ja. Und dann schaue ich natürlich nach oben und dann schaue ich nach anderen Volumenniveaus. Weil was macht der Markt eigentlich? Der bewegt sich von einem Volumenniveau auf das nächste. Ja. Und wo liegt das andere Volumenniveau? Ja, das liegt hier.
So ungefähr bei dieses Niveau. Dann würde es, war sicher, war heute Vormittag, dass ich natürlich diese Bewegung mitnehmen wollte. Einmal natürlich kann ich dann wissen, ob er da durchgeht oder hält oder das weiß ich nicht. Aber ich kann nur verstehen, was passiert. Und da liegt der Unterschied. Und das, denke ich, kann viele Leute helfen, um zu verstehen, wie das funktioniert. Ich nehme noch ein anderes Beispiel und dann gehen wir mehr aufs Trading von heute ein. Ich trade sehr oft Öl und Nasdaq. Ja? Und wir nehmen hier mal Nasdaq. Mach es ein bisschen größer. Wieder. Ja, ich hätte am liebsten noch mehr Instrumente zusammengenommen. Aber das Problem ist, mit das GoToWebinar-Ding ist das System schnell überfordert. Und normal habe ich meine Bildschirme, habe ich mehrere Instrumente. Aber hier muss ich vorsichtig sein. Aber okay, gut. Worauf achte ich jetzt? Lass uns mal sagen, wir sind jetzt hier bei 15 Uhr. Wir sind da ungefähr. Dann sage ich, okay, welche Preisniveaus in die letzten Tage waren wichtig? Und muss ich sagen, ja, gestern, was sind wir heute hier? Gestern war Feiertag. Ja? Freitag war das hier. Das war wichtig. Okay, jetzt, das ist schon ein bisschen Volumen von heute. Da liegt auch ein Volumenlevel. Und wir sind hier gerade drunter. Wie ich es jetzt sehe, und was habe ich hier? Nichts. Das bedeutet, nicht viel Volumen, um Unterstützung zu geben. Muss ich ein bisschen weiter zurückgehen? Ich kann nicht anders. Ja? Dann nehme ich das hier, schiebe ich das mal rüber, so. Und dann sage, wie war das hier in die Vergangenheit? Und dann sehe ich natürlich, dass ja, 17.600 hier, das wäre eine Möglichkeit. Punkt ist jetzt, und das ist, was viele Leute denken, dass mit dieser ganzen Analyse oder Orientierung man genau wissen kann, in welche Richtung es geht. Wahrscheinlichkeiten ja, sicher nie, nein. Aber was ich, weil ich persönlich sicher weiß eigentlich, ist, in welcher Richtung oder wann ich es nicht handeln will. Wir machen alle gute Trades. Das Problem ist, wenn man kein Regelwerk hat, wenn man sich nicht die Orientierung, Analyse vernünftig macht, dann tradet man zu viel. Ja, und man muss einen Vorteil haben. Und dann noch, ja, dann muss man es gut machen, um echt zu gewinnen in dieses Geschäft. Aber darum, dass, um zu verstehen, wo ich bin und in welcher Richtung ich das meiste Potenzial habe oder wenn ihr wollt, den Weg vom kleinsten Widerstand, das ist, was ich hier sehen will. Dafür gibt es ein bestimmtes Regelwerk. Und dann, einmal, dass ich das habe und jetzt ändere ich auf Nasdaq, weil ich habe nicht mehr viel Zeit, noch eine Minute, zeige ich euch, was hier steht. Es kommt jetzt, ja. Ihr seht links nochmal das Bild in 30 Minuten mit. Und dann hat man hier zwei Charts. Oben, unten, auch beide Nasdaq. Und ich habe unten das Superfive-System mal hingestellt und oben steht das TIM-System. Erinnert euch, unten universell, oben mehr Impuls, kleine Trendkorrektur. Was ich heute, ich zeige oft Live-Trading und so weiter und natürlich sind es Sachen, die Leute viel trainieren und ich mache das auch mit Live-Trading in Frankfurt und so weiter. Aber Punkt ist, was ich heute euch mal zeigen möchte, ist mit verschiedenen WL-Bar-Dimensionen zu handeln. Was meine ich damit? Und die Leute, die meine WL-Bars noch nicht kennen oder die es verstehen möchten, ist, viele Leute verstehen, dass man mit verschiedenen Zeiteinheiten handelt.
5 Minuten, 1 Minute oder sagen wir mal 15 Minuten, 60 Minuten. Oben steht die kleine Dimension. Unten steht die größere Dimension. Zum Beispiel unten wäre ein Chart von 5 Minuten und oben wäre ein Chart von 1 Minute. Ja? Okay. Die Korrelation, das wird in meinen Kursen erklärt, aber der Unterschied zwischen die zwei Bars oder die Größe von die zwei Bars muss ungefähr 2,5 sein. Das bedeutet, wenn unten hier stehen 20 Ticks unten rechts, dann stehen oben 2,5 mal kleiner 8 Ticks. 2,5. Es ist ähnlich wie bei Zeitkerzen, was die Volatilität angeht. Zeitkerzen hat man immer Verhältnis von 4, 5 ungefähr. 1, 5 Minuten, Viertelstunde, Stunde und so weiter. Aber in Volatilität ist das nicht so. In die Realität ist es irgendwo zwischen 2,2, 2,8. Das bedeutet, wenn man mit Bewegungskerzen Volatilität handelt, muss die Korrelation ungefähr 2,5. Okay? Gut, jetzt. Wir haben natürlich die erste starke Bewegung hier bekommen. Ich mache es hier ein bisschen schöner. Mal sehen. Und kommt dann immer die Frage, ja, wenn, was ist die korrekte Spanne? Die Spanne ist verbunden, ich würde mal sagen, mit dem Charakter von einem Trader. Will jemand sehr schnell handeln, bisschen langsamer? Will jemand nur auf ein Instrument handeln? Will er auf 4 oder 8 Instrumente gleichzeitig handeln? Es ist normal. Desto mehr Instrumente man kombinieren möchte, desto langsamer sollte man die Bars einstellen. Ist nicht kompliziert. Wir nehmen da oft als Referenz zum Beispiel, wenn man schnell handeln möchte, nimmt man die als Referenz die Volatilität auf 1 Minute. Wenn man es langsamer machen will oder man will viele Instrumente kombinieren, kann man zum Beispiel sagen, ich nehme hier als Referenz 60 Minuten. Ja. Die Idee ist immer die gleiche. Ja. Das Regelwerk, Strategien, auch Money Management und so weiter, ist immer das Gleiche. Ja. Und was ich eigentlich zeige, was ich tue eigentlich mit meinen Studenten, ist, versuche da mit all diesen Tools ein vernünftiges Trainingplan zu bauen. Okay, jetzt. Wir sind hier und ihr seht hier, wir sind hier eigentlich out of balance. Was meine ich damit? Ja, sorry, es ist ein bisschen Theorie, aber ich habe so viele Fragen bekommen. Ihr seht hier, dass eigentlich, wo der Markt hier ist, im Vergleich mit die letzten 2 Tage, er liegt draußen, was für uns eigentlich gut ist. Warum? Das bedeutet, der Markt ist außer Balance. Wenn der Markt außer Balance ist, ist er oft volatil und bewegt er. Für uns ist es gut, weil wir treten mit kleinen Kontrakten, kleinen Strecken. Wir versuchen, kleine Bewegungen mitzunehmen. Wenn der Markt stabil ist und innerhalb ein sehr großes Volumenniveau liegt, dann ist es für uns oft nicht so gut. Das muss man erkennen. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, dass wo der Markt sich befindet, ist okay. Das andere Problem natürlich, das ich jetzt habe, ist, ja, habe ich viel Unterstützung und Widerstand. Und dann seht ihr hier, dass das 17.700 Niveau, ja, ist wieder gebrochen nach unten. Das bedeutet, die Reise sehr wahrscheinlich könnte diese sein. Und dann gehen wir mal auf unsere Tools und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, sehr schnell zu handeln. Hier oben mit dem System, wie ich das haben will, oder ich handle hier mit dem Superfive-System. Das ist, ich würde es euch nur, hier geht das zum Beispiel, hier und dann gehen wir warten. Da. Ihr seht hier, diese Triade ist ein bisschen tiefer wie diese Triade. Ich warte. Er muss es bestätigen. Ich warte. Ich könnte auch Signale da reinlegen, aber das mache ich am liebsten nicht.
Ich sehe das visuell. Man kann Alarme, Signale haben, wie man will. Das könnt ihr euch alle ansehen, wie auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht hier eine Box, seht ihr das? Wenn diese Box nach unten gebrochen wird, das wäre interessant. Aber er macht es nicht. Muss ich warten. Versteht ihr? Das ist so wichtig. Ich weiß genau, was ich will. Aber es muss ich auch noch bestätigen. Ja. Wenn es sich nicht bestätigt, kann ich nichts tun. Da geht es. Jetzt will ich eine Triade nach oben am liebsten. Schauen, hab, komm. So, ja, jetzt habe ich eine Triade. Seht ihr das? Da ist eine. Jetzt rein. Und das war die Triade. Seht ihr das? So, die wollte ich. Erstes Ziel steht hier. Da ist noch eine Triade. Erstes Ziel erreicht. Oh, sorry, ich mache es größer. Das war, könnt vielleicht besser sehen. So, jetzt stehe ich auf Break-Even da. Das hier geht weg. Das Ziel, Money Management ist noch eine andere Geschichte. Oh, ja, seht ihr, das ist immer ein bisschen schwieriger mit GoTo-Webinar. Alles bewegt sich ein bisschen langsamer. Und ich verspreche euch, normal ist das nicht so. Ah, hier nochmal eine Triade bestätigt. Ich schiebe nach. So. Und ich betreue mit Triade. Ja, jedes Mal, dass der Markt zurückgeht. Ne? Und erinnert euch, meine Analyse war, er könnte gehen bis 17.600. Ich stelle dieses Ziel sehr weit weg und betreue meine Position. Weiß ich jetzt, hier habe ich noch eine Triade, weiß ich das, was genau passieren wird? Natürlich weiß ich das nicht. Natürlich nicht. Aber ich sehe nur mein System. Ihr seht es doch. Ihr seht es doch. Und er hat gesagt, okay, ich will nicht nach oben. Hat da bestimmte Volumen getestet. Die Wahrscheinlichkeit war nach unten. Ich warte auf mein Einstiegssignal. Er bestätigt das. Ich steige ein. Ich habe ein Money Management System, in diesem Fall zwei Lots. Einen nehme ich schnell mit, einen Gewinn nehme ich schnell mit, der andere lasse ich durchlaufen. Man hat auch andere Money Management Systeme, aber das System, das ich hier anwende, ist was für viele Leute am einfachsten ist. Warum? Man fragt dann immer, ja, Wim, das ist diese Teilverkäufer. Das ist das beste System. Das hängt davon ab, was man damit sagen möchte. Es geht hier nicht um, es gibt nicht so etwas wie das beste Money Management System. Hier, ihr seht, sorry, ich muss, es geht ein bisschen schnell jetzt und das ist immer so bei Markteröffnungen, aber oft und darum liebe ich es natürlich, um jetzt zu reden. Da muss ich hier nicht so lange rumsitzen, weil das, ja, ihr seht hier, ich stehe da, über da und ich habe hier genau über 17.600. Da bin ich zufrieden. Ja, das sind noch offen 1.500 Dollar. Ja, wir werden sehen. Ja, da stehe ich Break-Even. Wenn wir da ausgestopft sind, sind es nur noch 455. Ich weiß es nicht. Aber das ist das System. Über Money Management. Ah, hier, Triade wieder bestätigt. Sorry, ich muss hier, ich da, so, nach. Okay. Warum sind diese Triaden guten Stops? Weil jedes Mal, dass so eine Triade gebaut wird, ist eigentlich ein Punkt, wo der Markt probiert hat, in eine Richtung, der Markt geht nach unten, er versucht ein bisschen nach oben zu gehen, schafft es nicht. Bums und fällt wieder runter. Hier, sorry, nochmal. Und jedes Mal, dass er so einen Rücksetzer gibt und will nicht, sage ich, okay, da bin ich fast raus. Ah, still alive. Nicht, da habe ich nicht mehr viel. Ja, noch nicht. Ja, das Glück gehabt. Kann auch mal. Und das sind Stops, die haben Sinn. Warum?
Da der Markt versucht, in die andere Richtung zu gehen, schafft es nicht. Das bedeutet, es ist natürlich ein idealer Stop. Hier habe ich noch einen. Ich habe fast mein Ziel geholt. So, Ziel geholt. 1705. Das war der Trade. Ja. Das Money Management, darüber waren wir. Man sagt immer, ja, Wim, was ist jetzt das Beste? Ja, das beste Money Management System ist das System, womit man am meisten verdient. Okay, aber über wie viele Trades berechnet man das? Man kann das statistisch berechnen, ja, das geht. Braucht viele Stunden dafür, um das zu tun, aber es geht. Punkt ist, dass in die Realität das nicht das Wichtigste ist. Weil Money Management ist eine mentale Sache. Und man braucht nicht nur ein System, das, ich würde mal sagen, mathematisch oder finanziell vernünftig ist, aber auch ein System, das man mental eins versteht, womit man sich gut fühlt und auch, dass man verkraften kann. Es hat keinen Sinn zu sagen, ich nehme keine Gewinne mit und ich habe dann eine Trefferquote, die wesentlich kleiner ist und ich lebe damit. Das ist prima, wenn man das kann. Aber 80% vielleicht mehr von die Leuten oder Trader schaffen das nicht. Und dann komme ich immer mit Systemen oder mit Money Management Systemen, die Leute verkraften können, die man akzeptieren kann, womit man leben kann. Und die gut sind da. Aber gibt es bessere Systeme, aggressivere Systeme? Ja, die gibt es auch. Aber ich denke immer, es ist besser, hier zu starten und dann langsam aufzubauen. Ja, okay. Vielleicht, Marcel, hast du eine Frage für mich schon? Nein, Wim, leider aktuell noch nichts an Fragen. Aber ja. das können wir an der Stelle nochmal betonen. Also wenn Fragen dann sind... Ist alles deutlich. Wir gehen nochmal, ich wiederhole nochmal die Logik. Ja. Wir waren bei Markteröffnung, ach, andere Farbe, Moment, schwarz. Ja. Wir waren hier. Okay. Out of balance. Für mich ideal, wenn er hier das hier rausnimmt nach oben. Das Problem natürlich ist, wenn ich von den letzten Tagen das Volumen und so weiter, dann sage ich, okay, hätte ich dann treten müssen. Ich habe es nicht gemacht. Aber wir hätten bei Markteröffnung diese kleine Bewegung sehr schnell mit unserer Bewegungsgas handeln können. Aber ihr sieht natürlich, dass hier haben wir schon mal ein paar Widerstände. Es kann, ne? Mit diesen Kerzen, da ist genug Platz, aber okay. Dann lass uns mal sagen, wir hatten diese Bewegung verpasst, weil ich war noch dabei, mit alles zu erklären und so weiter. Aber dann. Man sieht, okay, ich mache mal sauber. Man sieht, der Markt will nicht hier, da. Weiter gehe ich nicht. Das bedeutet eigentlich, jetzt kommt die andere Realität. Das 17.700 Niveau wird rausgenommen. Das war der Point of Control von heute. Dann ist es okay, short. Und wo ist das nächste Niveau? Das habe ich euch da vorne gezeigt, das lag ungefähr da. 17.600. Haben wir gesagt, okay, wir versuchen, die Bewegung zu treten. Wir sind, Momente, mach ich nochmal hier größer. Da. So. Immer, gute Aufmerkung, immer, das ist ein Unterschied zwischen die Orientierung, wo ich dann auf meinen 30-Minuten-Chart sehe, okay, jetzt will ich short handeln. Das bedeutet nicht, dass ich dann schon einsteige. Nein, das ist eine andere Sache.
dann habe ich hier gesagt, ich akzeptiere jetzt, dass ich Short handeln möchte. Eine Antwort auf meine Frage, habe ich eine Chance, habe ich eine Opportunität, habe ich eine Wahrscheinlichkeit? Dann sage ich ja. Und dann gehe ich zu meinen Trading Tools und sage, okay. Und dann erinnert euch, hier war die Box. Dann habe ich gesagt, wenn er hier runterfällt, will ich einsteigen. Problem war, macht erstmal genau das umgekehrt. Okay. Und dann habe ich, ist er hier runtergekommen, hat er diese Triade gemacht. Das war der Einstieg. 600 liegt hier. Jetzt, und das müsst ihr euch merken im Training, weil ich sehe heute viele Sachen drehen für ein paar Ticks und schnell und dies und das und oft gewinnen und so weiter und auch viel Gebühren bezahlen. Nach meiner Meinung ist es ein gefährliches Geschäftsmodell. Aber was ist nach meiner Meinung ein gutes Geschäftsmodell? Das ist, bitte sehen Sie sich das an, diesen Abstand. Das war mein Risiko. So viel. Sehen Sie, wie weit, und das ist keine abnormale, außergewöhnliche Bewegung. Es war eine starke, aber bei Markteröffnung, man kann sehr locker sehen, es wird auch in meinen Kursen erklärt, wie groß die Volatilität ist und welche Bewegungen normal sind. Wir drehen keine Trauma, wir drehen Realität, was wir sehen. Dann seht ihr doch, dass das CRV gut ist. Und um in dieses Geschäft, und es ist kein Zero-Sum-Game, in dieses Geschäft zu die 25% Trader zu gehören, die Geld verdienen, muss man es besser machen. Und braucht man einen Vorteil und muss man nach meiner Meinung immer, immer treten, um mehr zu verdienen, dann das Risiko, das man eingeht. Ob dieses Teilchen jetzt, ob das 250 Dollar ist oder das ist 25 Dollar, darum geht es nicht. Man kann es mit CFDs machen, man kann alle verschiedene Summen machen. Aber das sind so Sachen, die muss man echt korrekt machen. Ja, okay. Wir haben zwei Fragen. Ja, bitte. Einmal ist es die Frage, ob du anhand vom Live-Trade auch mal zeigen kannst, worauf es wirklich ankommt. Und die zweite Frage wäre, warum du zum Beispiel bei dem letzten Trade nicht deinen Stop einfach nachgezogen hast und deine Zielerreichung weiter weggeschoben hast, sondern muss diese Zielerreichung immer ausgelöst werden? Oder? Ja, das ist die erste Frage ist ziemlich allgemein. Das will ich versuchen. Zweite ist, warum habe ich hier bei 600 meinen Gewinn mitgenommen und habe es nicht noch weiter laufen lassen? Ja? Weil es eigentlich schon eine große Bewegung war. Und dann habe ich so irgendwo eine Zahl im Kopf und hier ist es eigentlich über die 1500 und dann nehme ich das Geld. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Vormittag, wenn die Bewegungen kleiner sind und die Volatilität ist ein bisschen kleiner und ja, man kann auch auch im Future-Bereich sehr gut handeln mit Nasdaq, Dow und so weiter, mit kleineren WL-Bars, das läuft sehr gut. Aber weil ich dann kleinere Bewegungen erwarte, nehme ich das Geld mit. Hier das 600-Niveau, das sah für mich gut aus. Ich denke echt, das war eine gute Bewegung. Hat er da auch in Vergangenheit sehr deutlich ein Niveau, wo man schon mal um das Niveau gekämpft hat. Und dann nehme ich das Geld mit. Ja. Dann, worum es eigentlich ankommt im Trading, finde ich persönlich, ist das Regelwerk und das Geschäftsmodell. Das ist was. Und das habe ich auch, ich war vor zwei Wochen, glaube ich, in Frankfurt für ein Seminar, Livestream und auch noch. Und da habe ich darüber noch viel erzählt. Viele Trader kennen
ihres Geschäftsmodells nicht. Was meine ich damit? Was bringt dein System? Und man muss nur ein paar Sachen wissen. Trefferquote und dann durchschnittliche Gewinn, durchschnittliche Verlust. Und daraus kommt dann die Expected Value, erwartete Wert. Wie viel bringt im Durchschnitt, wenn man Geld verdient, ja? Wie viel im Durchschnitt bringt ein Trade? Wenn ich zum Beispiel jeden Tag im Durchschnitt 5 Trades mache und im Durchschnitt Gewinne oder Verlust, alles kombiniert, habe ich, sagen wir was, $15 pro Trade, statistisch, dann würde ich statistisch $75 pro Tag verdienen. Ja. Das einfache Geschäftsmodell, das versuche ich eigentlich zu erreichen mit all meinen Studenten, wo es echt auf den Punkt gebracht wird, was bringt das jetzt? Es ist doch mental schrecklich, wenn man ein Geschäft führen muss und man weiß eigentlich nicht, was es bringt. Und da meine ich nicht, dass man keine schlechten Tage und gute Tage hat und dass man mal 3 oder 4 Mal hintereinander verlieren kann und dass das macht nie Spaß. Das weiß ich. Aber bitte glauben Sie mir, wenn Sie da 4 oder 8 oder 12 Wochen nehmen und man macht da vernünftige Durchschnitte und man führt sein Regelwerk korrekt aus, dann kennt man sein Geschäft. Und einmal, dass man sein Geschäft kennt und sein Geschäftsmodell kennt, womit ich meine, was ist meine Orientierung? Wann trade ich und noch mehr, wann nicht? Welche Bewegungen will ich traden? Die, die und die. Was ist mein Einstiegssignal? Was ist mein Money Management? Und dann das Wichtigste, bitte schreibe es auf in ein Trading-Tagebuch, wo man sieht, nach 12 Wochen und ein paar hundert Trades, so mache ich es jetzt. Wenn es nicht positiv ist, da muss man, da braucht man dann ein bisschen Hilfe, denke ich. Aber das ist für mich das Minimum. Jedes Geschäft hat eine Buchhaltung, hat ein Geschäftsmodell. Und darum geht es oft. Und hier auch, das Einzige, was ich heute gemacht habe, ist mein Geschäftsmodell anwenden. Ich sage euch auch ganz ehrlich, auch wenn ich es so mache, auch ich verliere 40% von meinen Trades. Aber ihr habt gesehen, wie viel ich verliere. So viel. Und sehr oft gewinne ich auch nur so viel. Aber ich weiß in meinem Geschäftsmodell, dass 15, manchmal 20% von meinen Trades bringt wesentlich mehr. Ich würde mal sagen, so viel mal 3 und mehr. Und wenn wir das alles zusammenlegen, dann kommt Geschäft daraus. Und dann kann man die Frage beantworten, hey, dein System, dein Trading, was bringt das? Ja. Und die Frage versuche ich immer zu beantworten, weil ich habe den Eindruck, es geht über alles. Es geht über Indikatoren und es geht über Einstiegssignale und es ist unglaublich viel geredet. Aber es wird nie echt auf den Punkt gebracht. Und ich denke heute, was viele Leute am meisten fehlt, ist das, um bis zum Ende zu gehen und zu sagen, jetzt schreibe ich es mal auf. Ja. Ich habe vor 2 Wochen gefragt, ich hatte 15 Studenten in meinem Kurs. Ich habe gefragt, wer hat ein Tradingplan, wie ich es, ein präzises Tradingplan und ich habe die Leute das gezeigt, wie das aussieht und auch gefragt, ein Tagebuch, wer führt ein Tagebuch? Niemand macht es. Niemand schreibt es auf. Und dann ist es natürlich mental, ist das wahnsinnig schwierig. Jetzt waren wieder mal 3 schlechte Tage und oh, da ist etwas verkehrt mit meinem System und man ändert und nochmal etwas und nochmal etwas anders und man dreht herum und so kommt man nie, man landet nie. Ja. Und ich denke, das ist, was ich versuche,
zu zeigen. Und hier das Einzige, was ich eigentlich hier tue, jedes Mal, was das Einzige, was ich noch tue, ob es jetzt in Belgien ist oder in Frankreich oder in Deutschland oder wo auch, ist zu zeigen. Ich kann natürlich viel sagen, wie gesagt, oh, es bringt so viel und dies und das, aber das Einzige, das ich tun kann, um Leute zu zeigen, dass es echt ist, ist es, um es vorzumachen. Ja. Gut. Die Trade-Entscheidung ist eigentlich, wird gemacht, ich würde mal sagen, erst Orientierung über die wichtigen Preisniveaus und bin ich in eine stabile Zone oder nicht. Wenn ich in eine stabile Zone bin, muss ich sehen, dass er außer diese stabile Zone geht. Wenn ich außer Balance bin, wie jetzt, wenn bestimmte wichtige Preisniveaus, und das sind verschiedene, Vortageshoch, Vortagestief, Pivotniveaus, in die Value Area, das ist das Blaue, das man sieht, die Hochs, die Tiefs und der Point of Control. Wenn die gebrochen wird, das hat man heute gesehen, die ist Short gebrochen, dann sage ich, aha, das ist möglicherweise der Anfang von einer Bewegung tiefer. Dann habe ich die Entscheidung getroffen, um Short zu treten. Aber dann gehe ich noch nicht direkt Short, dann benutze ich eine von meinen Trading Tools, warte auf ein vernünftiges Signal. Wenn das Signal kommt, bei mir ist es immer mit WL-Bars, weil ich finde, die sind viel präziser, die sind viel besser. Auch für das Money Management steige ich ein. Ich habe ein bestimmtes Risiko und dann fahre ich. Ja. Es ist oft so natürlich, dass man, ich sage mal was, zweimal einsteigt, zweimal ausgestoppt wird. Und das dritte Mal nochmal einsteigen muss. Ja, darauf muss man mental vorbereitet sein. Ja, es ist nicht so, dass ich, wenn ich das Regelwerk perfekt mache, dass ich jedes Mal dafür belohnt werde. Ja, das ist nicht so. So einfach ist es nicht. Das ist auch nicht die Realität. Ja, ob ich jetzt long gehen würde? Nein. Nein, dafür ist es echt zu schwach. Da sieht, um ganz ehrlich zu sein, nicht so gut aus. Die erste Impulsbewegung, ja, aber bitte, schau mal hier. Alle, das ist, sag mal, ich will dann die Frage beantworten, weil manche Leute, die mich kennen, wissen das. Ich trete gerne die zweite Bewegung. Aber hier, ihr seht natürlich das geht alles sehr seitwärts da. Ist noch nicht. Dann fragen wir, okay, Wim, ab wann würdest du vielleicht mal wieder versuchen, long zu drehen? Und da kann ich antworten, das wäre dann, wenn der Markt hier rüber geht, zum Beispiel, da, das ist wieder das 600-Niveau. Wenn er das rausnimmt und ich bekomme dann hier so irgendwo ein von meinen Signalen, ein Einstieg, das könnte sein, ja. Dann ja. Aber hier nicht drehen, ist alles Schrott. Und das muss man sehen. Ja. Wenn Marktbedingungen nicht gut sind, funktioniert keine Strategie. Nicht mit Signalen, dies und das. Ich kann es immer vergleichen, ich habe schon 100 Mal gesagt, es ist wie Segeln. Bester Boot, bester Segler in die Welt. Kein Wind funktioniert nicht. Trading ist genauso. Und man muss erkennen, okay, hier habe ich keine Bewegung mehr, hier, ich kann hier nicht handeln. Und dann sucht man sich etwas anders, ja, was wir eigentlich hier schon mal tun können. Ein bisschen Zeit habe ich noch. 10 Minuten noch mal, okay? Okay, so. Und dann, ich kann, ich habe mir eine Frage, ob ich etwas zeigen kann an der Hand von einem Live-Trade? Gerne. Aber ich muss ein Signal haben, dass ein Live-Trade oder ein Trade
wo er recht ist. Ich kann nicht so ein bisschen probieren. Das hat uns früher schon genug gekostet. Bitte tun Sie das nicht. Okay, ich gehe mal auf eine andere. Wir schauen uns mal Öl an. Ja, ich hätte am liebsten verschiedene Charts geöffnet gleichzeitig, aber da brauche ich mich echt nicht. Das System hier mit GoToWebinar, das braucht so viel Power und okay. Wir gehen hier, da sind wir. Hier sind wir im Ölbereich und sehen, was da passiert ist. Öl habe ich heute eigentlich absichtlich nicht gehandelt. Habe nicht viel davon erwartet. Ich denke, es ist ein von den Instrumenten, die ich am liebsten handle, ist Öl. Aber heute, warum war das nicht so gut? Ihr seht hier von den letzten Tagen, das ist die Value Area, wo all das Volumen war. Das liegt hier alles nebeneinander. Und hier eigentlich auch noch. Das Volumen hier, Point of Control, lag da auch noch. Das ist ein super stabiler Markt. Und okay, das Einzige, was man hier muss, immer nachher ist es immer einfach. Aber in solche Märkte tretet der Markt oft von einer Seite, von die Value Area bis auf die andere und zurück und so weiter. Okay, kann sein. Aber hier steckt dann noch Point of Control dazwischen. Wir haben hier die Zahl von 78, wo auch sehr viel Volumen war. Das Ding hier ist ziemlich stabil. Dann kommt die Frage, ja, ab wann würdest du dann Öl wieder handeln? Das ist eine gute Frage. Eigentlich muss er das Niveau rausnehmen hier und dann weiter nach oben. Short geht auch, aber da muss das hier, diese 77,50 raus, dann muss das hier nach unten und dann ja. Das bedeutet, ich weiß nicht, wo Öl hingeht. Das weiß ich nicht. Aber wenn es sich bewegt, versuche ich zu verstehen, was passiert da. Und wenn ich da eine Möglichkeit, eine Opportunität habe, dann gehe ich mit. Hier ist eigentlich nichts. Und wir lassen es so. Ja, mach das mal weg. So, und dann schauen wir uns noch zwei Sachen an. Und dann sind wir durch, glaube ich, für heute. Dow. Hatte ich mich auch, das war auch, ich dachte, dass ich das Short gesehen hatte. Nein. Ach, das ist schön. Ja, hier. So. So, Ali. Wir sind bei Markteröffnung ungefähr hier. Was eigentlich out of balance ist und liegt ungefähr da, liegt genau auf diesem Pivot. Ja, und das Volumen von Freitag und liegt höher. Das bedeutet hier, oder er fällt hier runter, aber dann muss es runtergehen, zurück und dann kann ich short gehen. Das kann. Aber hier an dieser Stelle wird nicht geschortet. Erst muss ich jetzt sehen, dass er das Niveau rausnimmt und dann kann ich mitgehen. Und dann, hier bei Markteröffnung, ist es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder Volumen sucht, weil die Profis, die haben ein Problem. Die brauchen Niveaus, wo viel Volumen gehandelt wird. Das Volumen hat er hier so ein bisschen aufgebaut heute, ist nicht weiter runtergegangen. Und dann natürlich ist, da liegt das Volumen bei 38.700. Das bedeutet, dass die Bewegung hat er dann gemacht. Ja. Dort wäre hier nicht möglich gewesen. Dafür muss mehr passieren. Das erst runter, zurück und dann. Ja. Und das sind Sachen, ich denke, die könnten viele Trader helfen, das zu lernen, um mit mehr Vertrauen zu handeln. Ich bekomme auch immer
Fragen über die Wohler Open Strategie. Ich hätte sehr gerne die mitlaufen lassen heute, aber es nochmal, System ist dann überfordert. Aber wir gehen mal auf Wohler Open. Ich habe mal sehen, was da passiert ist. Dann seht ihr das mal. So, das ist die Wohler Open Strategie. Ich habe es mal auf Aktien eingestellt und dann seht ihr zum Beispiel in die Mitte hier Apple. Seht ihr das bei die, das war die Eröffnungsrange für die Leute, die Wohler Open kennen. Und das war das erste Ziel. Und dann wird, wenn man es automatisch handelt, ja, wäre man eigentlich noch immer in diesem Trade. Man wäre hier noch immer drin. Ja. Kann es das auch da, wenn ihr da Fragen habt, ihr könnt auf YouTube mal schauen. Wenn ihr noch andere Fragen habt, bitte kommt unverbindlich auf mich zu. Nvidia, denke ich, hat ziemlich gut funktioniert. Mal schauen hier. Mal schauen, ob wir da ein paar Trades verloren haben auch. Mal sehen. Boah. Alle. Ja. Ihr seht, ihr könnt immer mit dieser Strategie zurückgehen und sehen, hätte ich gewonnen oder nicht? Oder wie oft hätte ich verloren und was hätte ich gewonnen? Und das Prinzip von Money Management hier ist genau ähnlich. Das ist eigentlich die Wohler Open Strategie, die nur bei Markteröffnung gespielt wird oder auch bei Nachrichten, ist ein Money Management Spiel. Bitte. Ja. Seht euch das an. Das ist die Eröffnungsrange. Wie ich vorher sagte, mit so viel Risiko, so viel. Und ihr seht hier, das Ding ist nach oben gelaufen, da. Und dann, das haben wir verloren. Wir haben so viel verloren. Das haben wir verloren. Und dann ist es hier runtergekommen. Erstes Ziel. Und wenn man das automatische Triaden Money Management benutzt hätte, das alles programmiert, wäre man hier rausgeflogen. Da. Und dann seht ihr, das ist das Risiko. Das war, versteht ihr? Was ist das immer so? Natürlich nicht. Aber wie ich vorher sagte, die Statistik ist die gleiche. 15-20% von dieser Trades macht der Unterschied. Alles andere sind oft kleine Gewinne, kleine Verluste. Aber man redet oft über oft kleine Gewinne erzielen. Das Geschäftsmodell, nach meiner Meinung, funktioniert eigentlich nicht so gut. Was viel besser funktioniert, ist, die Verluste zu spielen, auf kleine Verluste zu spielen. Und wenn man die im Griff hat, kommen automatisch nachher auch größere Gewinne. Und mit das Geschäft, mit das Geschäftsmodell, denke ich, kommen wir alle viel besser zurecht. Ja. Okay. Ali, noch ein. Mal schauen wir, was er hier gemacht hat. Ja, hier auch. Microsoft. So, man sieht auch in den letzten Tagen, ne? Man sieht hier, das Ding lügt nicht da. Das ist ja das. Da ist man raus. Hier nochmal. Da hätte man. Wäre man hier rausgeflogen um 21.30 Uhr. Hier hat man verloren. Hier hat man das erste Ziel geholt. Hier hat man nochmal verloren. Und hier hat man eine sehr schöne Bewegung nach unten mitgenommen. Ja, hier. So, Marcel. Ja, bitte. Ich weiß nicht, Wim, ob du auch zwischenzeitlich mal nach mir gefragt hattest, aber mein Ton war komplett weg. Ich sehe auch hier, ich habe die Fragen auch gesehen. Sehr gut. So gut wie möglich zu sehen. Marcel, ich bin für heute bin ich durch. Und ich hoffe, die Leute haben wieder etwas mitnehmen können. Und ja, wenn sie Fragen haben, die kommen nur auf mich zu, wie immer.
Genau. Nee, dann vielen Dank. War sehr informativ, wie immer. Wim, sehr schön. Vielen Dank dafür nochmal. Wie gesagt, wenn Fragen zu WH Self-Invest sind oder auch an Wim, Sie wissen, wie Sie uns erreichen, wie Sie auch den Wim erreichen. Von daher wollen wir nur sicherstellen, dass da nichts offen im Raum stehen bleibt. Was ich jetzt gerne nochmal ganz kurz machen würde für die Teilnehmer, die noch drin sind. Ich starte hier mal so eine ganz kleine Umfrage. Da geht es eher so ein bisschen informativer für mich dann auch. Also keine Sorge, kann man einfach mal frei beantworten. Bleibt auch bei mir, wird nicht an die große Glocke oder in die Öffentlichkeit getragen. Von daher alles gut. Und wäre super, wenn Sie da mal schnell Ihr Häkchen oder Ihren Punkt setzen würden. Soll auch gar nicht so lange gehen. Wir warten noch mal 5 Sekunden. Perfekt, vielen, vielen Dank. Dann schließen wir das Ganze auch schon wieder. Und dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal an dich, Wim. Haben wir für nächsten Monat auch schon mal schon geplant wieder? Oder? Ich denke, genau. Das ist immer normal, ist Montag, aber natürlich, das ging gestern nicht. Was ist das? Zweiter oder dritter Montag, glaube ich, vom Monat ist es. Ja, den zweiten machen wir immer, genau. So, dann bis dahin und wie immer, Marcel. Super, vielen Dank. Wim, auch alles Gute an dich und wir hören uns sowieso an alle Teilnehmer hier heute auch. Vielen Dank für die Teilnahme. Wenn Fragen sind, melden sich bei uns und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und tschüss. Ciao, ciao.